Ich weiß noch nicht, ob das eine neue Folge wird, aber willkommen zurück zu Pokémon Rüstung. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zu Hopp. Der möchte nämlich mit uns nach ein paar Dünapilzen, glaube ich, suchen im Wald. Soweit ich das jetzt verstanden habe. Bin mir aber da jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher, ob es das war. Hier können wir noch mal ein bisschen zapfen. Zack. Hier ist auch mein Item. Ich habe hier übrigens wieder... Also ich allgemein spiele ich hier immer ein bisschen privat, dass ich hier ein paar Sachen farmen kann, so Items oder hier ein bisschen was wegzapfen. Und ansonsten habe ich eigentlich heute noch nicht viel gemacht. Denn das Hauptspektakel heute ist ja hier mit Hopp ein paar Dünnerpilze zu suchen. Und das werden wir jetzt auch tun. Habe ich recht, Voloso? Ah, ich denke schon. Da bist du ja endlich, Michael. Anders als im Wirrscheinwald ist es hier total schwül. Ich bin schon völlig verschwitzt. Sania und ich haben uns die Arbeit aufgeteilt. Sie stellt gerade Nachforschungen in so einem kalten Schneegebiet an. Ich wünschte, ich könnte ihr was von dieser Hitze abgeben. Beim Warten auf dich habe ich übrigens den Focus Force etwas unter die Lupe genommen. Wie es scheint, leben hier Dressella und Knapfel. Vielleicht geben sie uns ja was von dem Nektar aus ihren Blüten und Früchten ab. Und vielleicht bekommen wir so den Honig, den Voloso so mag. Ah ne, wir suchen nach Honig, nicht nach Dünnerpilzen. Habe ich verwechselt, tut mir leid. Also ich soll jetzt Dressellas und Knapfels besiegen, oder wie? Ist auch schon die lieb. Was ist denn los, Kleines? Ah, ein Lilip. Ah ne, ein Lilminip. Sorry. Die Pokémon verwechselt. Lilip und Lilminip sind ganz andere Pokémon. I'm sorry. Wenn sich Lilminip entwickelt, werden sie zu Dressella. Und die suchen wir. Minip. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Lilminip, oder? Scheint jemand zu suchen. Jetzt, wo du es sagst? Es ist noch klein. Vielleicht wurde es ja von seinen Eltern getrennt. Wow, suchst du etwa wirklich nach deinen Eltern? Natalie, jetzt scheint es nicht mehr von meiner Seite weichen zu wollen. Wir müssen ihm helfen, Maike. Beziehungsweise du musst uns helfen. Bitte finde Lilminips Eltern. Wenn du einen Dressella siehst, bring es am besten her. Ich kann dir leider aber nicht bei der Suche helfen. Lilminip ist so anhänglich, dass ich Angst hätte, unterwegs versehentlich auf das Auto raufzutreten. Ah ja. Wenn das so ist, dann... Was war das denn glitzern? Lol. Dann suchen wir halt nach einem... Dressella, warum ist es hier stürmisch in dem Wald? In dem Wald stürmisch. Ah ja, Spiel. Sehr interessant. Ist gerade nicht so geil für die Aufnahme, so ein Sturm, finde ich, aber... Naja. Ist dann halt so... Wo ist denn das Dressella? Ist das einfach so irgendwo AFK rumstehen, oder... Und Knapfels würden eigentlich doch in den Bäumen sein, oder nicht? Aber wir sollen ja jetzt erstmal... Nicht nach Knapfels suchen. Und hier ist ein Dünnerpilz. Yo, wir haben einen Dünnerpilz. Die brauchen wir, ja. Ich muss gleich mal wirklich alle meine Mini-Pilze zu verkaufen. Hier ist Dressella. Dress. Ja, du hast ein Kleid an, ich sehe es. Oder willst du ein Dressing? Na komm. Sella? Vermisst du einen Lilminip? Dressella folgt dir. Führe es zu Hopp und Lilminip. Warte, habe ich jetzt zwei Pokémon hinter mir, oder wie? Warte, hier leuchtet was. Ein Galanus-Zweig. Gut, die brauche ich nämlich. Ja, das folgt mir wirklich. Na dann, komm mal her. Wir wollen den gleichen Weg zurück. Wir sind hier lang gefahren, ne? Oh, oh. Nein, wir sind auf der anderen Seite. Warte, wir können hier einfach rum. Hier ist was. Okay. Ein Aprikoko. Ja, Aprikoko sind jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, was man hier finden kann. Aber ist ja auch egal. Hopp. Und Lilminip. Wir haben euer kleines. Oder das Kleine hat jetzt seine Mutter wieder. Hast du Dressella dabei? Sieht nicht so aus. Wurdest du unterwegs getrennt? Bitte beeil dich, meine armen Füße. Nein, sag mir bitte nicht, dass ich nicht so schnell sein darf.
Ey, das ist doch lächerlich. Wo ist sie jetzt hin? Wo ist sie? War ich etwa wirklich zu schnell? Och, komm, Spiel. Das ist doch lächerlich. Wo waren wir denn? Hier in der Brücke, genau. Ah, da bist du ja. Na, dann folge uns doch. Warte, kann ich so drücken? Ja, ich kann so drücken. Dann kann ich sie besser beobachten. Gott, warum bist du so langsam, Drisella? Oh Gott, jetzt laggt das Spiel auch noch, weil so viele Pokémon auf einmal auf dem Screen sind. Na komm, folge mir. Wir müssen hier lang, aber das Cavalanzas bitte in Ruhe lassen. Komm, Drisella. Warum kann man hier zwei Pokémon auf einmal draußen haben? Ich habe jetzt erwartet, dass mein richtiges Pokémon weggemacht wird, dafür, dass Drisella dann einfach draußen ist, aber nö. Ich habe einfach zwei Pokémon hinter mir. Dass das Spiel das aushält, wundert mich. Na komm. Komm. Wir sind auch schon fast durch mit dem DLC. Allerdings habe ich mitbekommen, oder es wurde halt so ein bisschen geleakt. Wo ist es jetzt wieder hin? Ach, da ist es, okay. Dass der zweite DLC, hier die Schneelande der Krone, oder wie auch immer der heißt, der im November rauskommt, und das werde ich auch noch auf jeden Fall noch ein bisschen blamen, dass der viel größer sein soll als der hier. Und das werden wir dann auch im November sehen. Also das Let's Play wird noch bis November gehen. Oder beziehungsweise hier, wenn das hier durch ist, wird im November wieder was kommen. So, hier ist es. Ah, Michael, du hast Drisella dabei. Süß. Dris! Lil! Die beiden sehen sehr glücklich darüber aus, sich wiedergefunden zu haben. Dris! Will es sich etwa bei dir bedanken? Oh, ist das Nektar aus Drisellas Blüte? Drisella! Lililililil. Ich mag die beiden. Mach's gut, Lil Minip und Drisella. Drisella hat tatsächlich etwas von seinem Nektar abgegeben, Maike. Ich hoffe, er wird Duloses Ansprüchen gerecht. Mensch! Was soll das? Ich würde ihn nicht wirklich als zähflüssig beschreiben, eher dünnflüssig. Naja, wir haben zwar nicht den richtigen Nektar gefunden, aber dafür eine gute Tat vollbracht. Okay, probieren wir es als nächstes mit Knappwechselnektar. Och nö. Das gibt's nicht. Wo rennst du hin? Soll ich ihm jetzt einfach folgen oder was? Jetzt ist es einfach wirklich weg. Ach Gott. So, tut mir leid für einen kleinen Cut. So, wo ist denn jetzt Hopp eigentlich? Ich weiß ja wirklich nicht, wo er ist. Was? Knapf! Oh, das ist ein Knapfel. Danke, Spiel. Das macht's einfacher. Ah, ein Knapfel. Knack, knack, knack. Wie es rollt. Hey, Knappel, warte! Komisch, es ist wie vom Erdboden verschluckt. Dabei bin ich mir sicher, dass es in diese Richtung davongekullert ist. Suchen wir das Knappel, Maike. Ja, es ist auf dem Baum. Ich muss nicht mal A drücken. Wow. Was ist denn mit diesem Bärenbaum? Autsch, das Knappel ist ja auf den Kopf gefallen. Das gibt eine Beule. Knappel! Auf und davon! Ach nee, es haut schon wieder ab. Maike, ich sag's ja nur ungern, aber du hast da was Nasses auf dem Kopf. Oh, aber kein Grund zur Panik, es ist bestimmt Knappels Nektar. Es ist zwar abgehauen, aber wir haben trotzdem, was wir wollten. Oh Gott. Ob Knappels Nektar den Ansprüchen von Volose gerecht wird, wenn du jetzt an meinen Haaren leckst, ne? Wenn du... Ja. Okay, Leute. Pokémon-Schild ist hier gecancelt.
Er ist überhaupt nicht zähflüssig, sondern mehr wie Saft. Das ist leider nicht, wonach wir suchen. Weder der Nektar von Dressella noch der von Knapfel ist der, den wir suchen. Sie sind einfach nicht zähflüssig genug für Vulauso. Der Nektar von Blumen und Früchten ist also süß, aber nicht besonders zäh. Wir haben bei Honig sofort an Pflanzennektar gedacht und dann im Wald danach gesucht. Hm, war das vielleicht eine falsche Spur? Toxi! Wow, ein Toxi-Bad! Die bekommt man nur selten zu Gesicht. Nein, eigentlich nicht. Sie sehen zwar siedlich aus, sind aber gefährlich, da sie mit den Stoffen, die sie aufnehmen, in ihrem Körper ein zähflüssiges Gift produzieren. Zähflüssig? Oh, jetzt weiß ich, wo mein Denkfehler lag. Pflanzen produzieren Nektar, keinen Honig. Oh, bist du dumm. Honig entsteht erst, wenn der Nektar im Körper eines Pokémon umgewandelt wird. So wird der dünnflüssige Nektar zu zähem Honig. Ja, das muss es sein. Und wir wissen ja, welche Pokémon Blütennektar sammeln und aufbewahren. Bienenstock. Ganz genau, Bienenstock-Pokémon. Mit anderen Worten, also Hornwiesel. Hornweisel, meine ich, sorry. Hast du schon mal eins gesehen, Maike? Wir sind ja auf der Rüstungsinsel. Lass mich mal überlegen. Also hier habe ich noch keins gesehen. Ich weiß nur, dass es das in der Naturzone normalen gibt. Sie müssten auf der sechseckigen Insel in der Nähe des Blauen Turms leben. Nichts wie hin, auf geht's, Maike. Sechseckige Insel? Beim Blauen Turm? Was? Excuse me? What is this? Ach da, oh lol. Okay, dann fliegen wir mal kurz zum Turm. Und dann schwimmen wir dorthin. So, vom Turm aus hier hin, ist es das? Lass uns das herausfinden. Oh Gott, nein, das ist wieder so ein scheiß Tohaldo. Och nö. Ignoriere mich bitte, ignoriere mich bitte. Och nö. Kein Keil, kein Kampf, ich will keinen Kampf, ich will keinen Kampf, ich will keinen Kampf, ich will keinen Kampf. Oh oh, oh oh. Okay. Das ist also die sechseckige Insel? Ja, ist es, okay. Ist es ein wildes? Ja, es ist ein wildes, okay. Interessant. Was gibt's denn noch so auf dieser Insel? Die Insel sieht auf jeden Fall cool aus. Aber so einen richtigen Nutzen hat sie nicht. Nur, dass sie halt irgendwelchen Leakern irgendwas zum Labern gibt. Bevor der DLC draußen war. Oh, jetzt war Tribi. Das macht natürlich dann wieder Sinn. Dann bam, 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 bam. Oh, die Items, die ich hier finde, die sind echt toll. Was ist das denn? Ah, ein Wartribi, ja, von der Seite halt. Habe ich gerade nicht ganz erkannt. Nein, ich wollte nur ein bisschen was wegzapfen. So. Wir nehmen schon ein bisschen was auf. Ich dachte, wir sind schon voll weit drin, aber tatsächlich noch nicht. Heißt, wir könnten in dieser Folge noch den DLC vielleicht durchschaffen. Mal schauen. Ich weiß noch gar nicht, wie lange das geht. Ich glaube, wir sind noch fast durch. Und nächste TM. Pollenknödel. Sagt mir rein gar nichts. Der Anwender greift mit einem Ball aus Pollen an, der beim Ziel explodiert. Mitstreiter werden von einem Ball getroffen, der ihre KP auffüllt. Okay. Ist eine Teamattacke, die aber das Team heilt. Okay. Na, ja, ist cool. Da bist du ja, Maike. Waldribi gibt es hier ja jede Menge. Zähflüssigen Honig haben aber nur Hornweisel. Und von denen fehlt leider jede Spur. Hm, der Energiequellendetektor, den mir Sania geliehen hat, schlägt aus. Du meinst doch nicht etwa da oben? Er reagiert auf den Baum hier. An diesem Baum ist irgendwas seltsam. Den sollten wir uns mal näher ansehen. Am Ende ist da ein Bienenstock, ich sag's dir. Hallo Baum! Vom Baum weht ein starker, süßer Duft herab. Möchtest du den Baum schütteln? Ja, diesen N64-Baum würde ich gerne mal schütteln. Was ist das? Oh, ich hab's euch doch gesagt! Ein Giga Dynamax Hornweisel, oder? Hornweisel! Irgendetwas kommt aus dem Baum und zieht dich ins Pokémon-Nest. Warte, was?
okay. Ja, ein Dynamax-Hornweise. Warte, ich muss allein kämpfen wieder. Okay. Und Weise, verdammt, welchen Typ ist das? Leute, ich hoffe, euch stört das nicht, wenn ich mal ganz kurz nachgucke, welchen Typ das ist. Alles klar, es ist Käferflug. Ja, okay. Hätte ich jetzt eh gesehen. Weil hier steht schon, was effektiv ist, wenn das nicht. Ich pack Giftbro rein. Der müsste am besten hier sein. Obwohl, Käfer? Dynadüse. Wow, warum ist das Ding so stark? Aber durch unsere Fähigkeit müssten wir eigentlich als Erster angreifen können. Ich habe übrigens ein paar Attacken bei manchen Pokémon ein bisschen geändert. Eissturm. Komm, es müsste eigentlich One-Hit sein. Warum darf es anfangen? Ich habe noch meine Fähigkeit. Oha. Ach. Alles klar. Dann halt nicht. Welchen Level ist das überhaupt? Will man gar nicht. Wen packe ich denn jetzt rein? Ihr seht schon, Staffel hat neue Attacken gelernt. Ich war beim Attackenerinnerer. Weil vorher hat es halt nur richtige Rotzattacken. Bisaflor könnte Giga Dynamaxen, aber macht keinen Sinn. Ich glaube, packe ich dich wieder rein? Ich mache Trefferschwall. Vielleicht ist das gut. Ich würde es mal ausprobieren. Ist immer ein stärkstes Pokémon momentan. Neben Inteleon. Trefferschwall. Und leider können wir noch keine Giga Dynamax Form mit Voloso machen. Das kommt noch. Oh Gott, das macht ja gar nichts. Okay, das wird schwer. Das wird schwer. Das war echt gar nichts. Okay. Blockbefehl. Was heißt das denn? Es wird, glaube ich, auch den ganzen Kampf lang so groß sein. Deshalb habe ich gerade ein bisschen Angst, was ich machen soll. Vielleicht belebe ich einfach Giftbro wieder. Ich habe einen Top-Beleber. Ja, keine Ahnung. Ich könnte einen Beleber einsetzen und dann heilen. Und dann, wenn irgendeiner stirbt, zu Giftbro wechseln. Oder ich wechsle jetzt. Ich würde jetzt, glaube ich, wechseln. Wer würde denn am meisten Damage machen? Eigentlich ja Voloso. Deshalb habe ich keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Ich könnte Giga Dynamaxen das versuchen. Das Sinn macht? Oder nur Dynamaxen mit Voloso. Ich mach das mal. Was macht am meisten Damage? Die beiden. Dann setze ich einfach mal Stahlattacke oder Wasserattacke. Das ist beides eigentlich, ne? Ich mache mal eine Dünnerflut. So. Ist leider kein Giga Dynamax, weil ich noch nicht genug Pilze habe. Aber die werde ich auf jeden Fall noch aufs Spiel suchen. Okay, ich hoffe, das war jetzt keine dumme Idee. Zack, die Dünnerflut macht's. Kein Damage, das war eine dumme Idee. Ah, als ob. Och nö. Das gibt's nicht. Und es pusht sich. Es pusht einfach die Kackverteidigung einfach noch. Was soll das? Ich mache einfach gar kein Damage. Das glaube ich gerade nicht, ne? Das war immer wieder Verschwendung. Ja, es war einfach Verschwendung und es hat eine sehr effektive Attacke gegen mich. Kann ich nicht zumindest auf die Hälfte bringen? Nee. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll gegen das Ding. Giftbro hinte was, aber es ist instant down. Weil aus irgendeinem Grund darf es nicht anfangen. So belebe ich das überhaupt? Nö. Ich explodiere jetzt einfach. Ja, RIP. Das ist natürlich scheiße. Ja, was mache ich denn dann? Ich pack mal Pony kurz rein.
müsste es eigentlich überleben. Und dann mit einem... Ach komm, warum so großzügig? Warum so geizig? Machen wir einen Toppe lieber auf Gift, Bro. Und falls dann mein Galopper stirbt. Muss ich hoffen, dass ich sofort angreifen kann. Mit Gift, Bro. Sonst bin ich am Arsch. Ich muss es irgendwie doch angreifen können. Das gibt's doch nicht. Ich hatte Gift, Bro, glaube ich, eher Dynamaxen müssen, oder? Das war eine dumme Idee. Ey, wenn er natürlich jetzt wieder One-Hitted, dann bin ich aber... Oh, ich lebe noch, ich lebe noch! Jetzt bloß nicht verfehlen! Bloß nicht verfehlen! Oh mein Gott, was? Das macht so wenig, ist das Level 90 oder so, oder was? Ja, wir haben eigentlich keine Chance! Was willst du tun? Flucht. Flucht unmöglich. Flucht. Flucht unmöglich. Ja, ich habe eine Pokepuppe. Das ist lächerlich. Ja, ich kann nichts machen. Soll ich mehr leveln oder was? Ich habe noch ein paar Bonbons. Ich kann noch ein bisschen leveln. Aber was ist denn gewollt von mir? Ja, jetzt habe ich schön verschwendet, ne? Ja, super. Darf anfangen. Warum? Ich habe doch meine Fähigkeit, mit der ich immer anfangen darf. Ich verstehe es nicht. Der pusht sich einfach so hart, ich kann nichts machen. Ich kann wirklich nichts machen. Das gibt keine Hoffnung. Ja, ach, jetzt geht's auf einmal mit der Fähigkeit, ne? Ja, genau. Komm, vergift es doch zumindest mal. Ne. Also so viel Gürkis zu vergiften, das hätte ich nicht. Natürlich nicht. Nein. Ich doch nicht. Nein, nein, nein. Na, ich bin am Arsch. Was soll ich machen? Drachenpuls würde Sinn machen. Oder Body Slam, da würde es bewirkt eventuell Paralyse. Dann mache ich mal Body Slam. Ich weiß noch nicht, wie du so ein Dynamax-Pokémon Body Slam willst, aber wenn du es jetzt überlebst, nein, natürlich nicht. Na ja gut, ist eine Flugattacke gegen Pflanze, das würde ich wahrscheinlich mit Schlappe nicht überleben. Scheiße. Ja, was mache ich jetzt? Hier, Bisaflor hätte ich noch. Wow, cool. Oh mein Gott, Bisaflor. Ich glaube nicht, dass Bisaflor noch irgendwas reißen kann. Ich muss farmen, ein bisschen XP farmen. Ja, tut mir leid, Leute. Was soll ich machen? Das ist einfach lächerlich. Mach mal Blütenwirbel. Keine Ahnung, ist eh nicht sehr effektiv. Ich bin jetzt tot. Was macht sie jetzt schon wieder? Was auch immer. Oh, guck mal. Nicht sehr effektiv. Boah, cool. Zack. Ich mach 1 KP Damage gefühlt. Das ist einfach lächerlich. Ach, Solarstrahl wird eh keinen Unterschied machen. Ich muss sowieso dafür 2 Runden warten. Ach komm, dreh mich doch einfach um. Dann level ich kurz mein Team ein bisschen. Das ist echt kacke. Pff, macht genauso wenig. Macht Egesam überhaupt Sinn? Vielleicht kriege ich dann aus einem KP 2 KP raus, aber ist auch scheißegal. Ich bin jetzt tot. Ja, verloren. Dass ich in dem Spiel gegen einen Dynamax von Weiseldown gehe, hätte ich nicht erwartet. An diesem Mann ist irgendwas seltsam. Den sollten wir uns mal näher ansehen. Ist das dein Ernst jetzt? Spiel, ist das dein Ernst? Oh Gott. Ja, ich muss kurz ein bisschen leveln. Ich hoffe, ich hab noch ein paar von diesen Level-Up-Dingern. Ems, wie viel geben Ems? Nicht viel, die sind doch Schrott, okay. Also nur die Ls. Da, ich habe noch ein paar Ls. Take the L! Oh Gott. Ja, am meisten muss ich halt Gift Bro pushen. Ich würde
sagen, bis auf Level 70 sollte reichen. Hoffentlich. I don't know. Komm. Wird Level 70. Ich habe keine Dinger mehr. Ich hoffe, das reicht. Sonst mache ich nochmal ein Reset. Zack. Dann kurz speichern. Gift Boss ist das einzige, weil er was Effektives hat. Welchen Giga Dynamaxe? Dynamaxe? Was sonst normal? Ansonsten schließe ich mein Spiel nochmal. Vielleicht will das Spiel wirklich, dass ich bis Level 80 mache? Ey, das können die aber echt nicht machen, ne? Das finde ich unfair. Muss ich noch ganz viele Raids machen für die Dinger. Und da habe ich gerade keine Motivation zu. Oder keinen Bock zu, besser gesagt. Also komm, lass mich das einfach schnell besiegen. Ich mache meinen Galalamus kurz riesengroß. Und dann macht das eine schöne Eisattacke auf das Ding. Und dann ist es down. Dann friert es schön ein. Das Kackding, ey. Jetzt werde ich langsam sauer, ey. Du mit deinem Erzwinger, komm. Sei leise. Ich müsste so oder so anfangen. Dynamax! Düner Frost. Sehr effektiv. 110 Damage. Also wenn das nicht irgendwie reinhaut, dann weiß ich auch nicht. Mit Level 70. Welchen Level ist das denn? 90 oder so? Da bin ich. Na, jetzt gehst du down. Und wer darf anfangen? Was? Wer darf immer noch anfangen? Alter, der macht mich Two-Hit. Ey, komm, dann lass mich ihn aber auch zumindest Two-Hit machen. Na komm. Das ist... Das gibt's nicht. Was? Ja, dann verkackt. Dann muss ich noch ein bisschen farmen gehen. Dann sehen wir uns irgendwann später wieder. Vielleicht in der neuen Folge. Ich weiß es auch nicht. Dann, ja, ciao, ne? So, ich versuche jetzt nochmal was anderes. Ich habe nämlich letztens in dem Raid ein Monte Carlo oder wie das heißt, gefangen. Da. Und das kann sich Giga Dynamaxen und es ist in allen Hinsichten effektiv, sehr effektiv gegen ein Hornweisel. Und deshalb habe ich die Hoffnung, dass es vielleicht jetzt endlich alles richten kann. Gestein wäre vielfach effektiv und Feuer wäre zweifach effektiv. Und das ist nur 20 Damage Unterschied. Mal versuche ich erstmal Gigaschlacke. Und hoffe, das funktioniert. Jetzt seht ihr auch, falls ich diesen Clip nehme und ich hier gewinne, seht ihr, dass Giga Dynamax Monte Carlo so ein großer Ofen. Ja, okay, was heißt Ofen? Halt unten so ein kleiner Ofen. Der Rest hat Gebirge. Der darf auch zum Anfang. Oder sie. Hornweisel ist immer eine sie. Und sie hat was sehr Effektives gegen mich. Aber, wenn der mir so viel Damage macht, warum kann ich ihm dann nicht so viel Damage machen? Das verstehe ich nicht. Ah doch, kann ich. Jetzt kann ich's. Alles klar. Guck mal, so macht das doch natürlich Sinn. Ach, nice. Wegen der Attacke selber kriegt es nochmal ein bisschen Damage. Okay. Jetzt habe ich Hoffnung, dass es funktioniert. So, Gigaschlacke dreimal hintereinander sollte passen. Bam! Und nein, Monte Carlo ist jetzt kein Teammitglied. Ich benutze ihn nur für diesen Kampf, weil ich jetzt echt keine Lust habe, alle auf Level 90 oder so zu leveln. Ich habe eh keine Bonbons mehr. Ich habe noch so 5 Stück oder so. Und ja. Aber anscheinend werde ich diesen Clip benutzen, denn ich gewinne ja, wie man sehen kann. Ich hatte schon Angst, dass ich wirklich nicht mehr weiter aufnehmen konnte. Könnte. Was auch immer. Weil ich will jetzt schon noch das Finale zeigen. So, Monte Carlo, den Rest machst du jetzt auch noch. Du. Ja, okay, deine Antikraft geht nicht mehr. Dann mach Steinhagel. Komm. Für die, die es nicht wissen, Monte Carlo ist ein Gestein-Feuer-Pokémon.
Jetzt braucht die Feuerattacke. Und leider überlebt es das nicht. Warum ist es überhaupt weiblich? Lol. Passt irgendwie so gar nicht, finde ich. Naja, ist ja auch egal. Zack. Ja, komm, geh down. Was nehmen wir noch? Was nehmen wir? Ich will es nochmal mit Gift Bro versuchen, ganz ehrlich. Mit dem Stehsturm. Ich meine, ich habe es extra auf Level 70 hochgepusht. Du kannst mir jetzt nicht sagen, dass das Ding nichts kann. Das nehme ich als Beleidigung auf. Okay, nice. Zum Glück. Und jetzt Eissturm. Oh, aber was? Es überlebt wirklich noch mit so mini kleinen KP. Also nächste Runde ist auf jeden Fall down. Falls ich jetzt die Runde überlebe, habe ich gewonnen. Nein, überlebe ich nicht. Schade. Dann, Volusus ist ein guter Tank. Nehmen wir ihn mal rein. Ich muss da nur einen Hit tun. Dann müsste es eigentlich schon down sein. Komm, mach Eisenschädel. Ja, passt. Ich hätte auch Konter einsetzen können, merke ich gerade. Obwohl, nee. Ich glaube, bei den meisten Attacken von Weise eher nicht. Egal, es ist down. Und wir haben es ist doch noch irgendwie geschafft. Zwar nicht mit dem richtigen Teammitglied, aber es ist down. Nice. Durch den heftigen Kampf ist eine seltsame Honigwabe zu Boden gefallen. Du erhältst eine Wabe Dünnerhonig. Honig, der von dünnermaximierten hohen Weisel hergestellt wird und den Geschmack einer Dünnersuppe abrundet, verfügt über denselben Effekt wie Topbeleber. Wow, wir wollten zwar einen hohen Weisel finden, aber muss das gleich ein dünnermaximiertes sein? Ich war regelrecht gelähmt vor Schock und konnte nichts tun. Das nenne ich meinen zähflüssigen Honig. Der ist mit Sicherheit dieses Etwas, das Volusus so mag. Ich wusste es, ein Energiequellendetektor reagiert auf diesen Honig. Auf der Rüstungsinsel gibt es also mit den Pilzen und dem Honig zwei weitere Dinge, die mit dem Dünnermaximierungsphänomen in Verbindung stehen. So viele Dinge warten nur darauf, entdeckt zu werden. Da macht das Forschen noch mehr Spaß. Also dann, wir haben das Etwas gefunden. Gehen wir zurück zum Dojo.